Ihr ballert immer noch alles rum und damit ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn mit mir und dem René. Wir machen heute weiter mit einer weiteren Schatzsuche, würde ich mal so sagen. Und du darfst mal wieder den Taxifahrer geben. Ich habe dir den nächsten markiert und wir machen heute die Zielübung. Auf geht es. Jo, jo. Falls wir wieder einen Außenposten begegnen, dann machen wir den auf jeden Fall auch noch. Aber... ich komme mal lieber rein, das ist mir zu gefährlich. Oh, jetzt haben wir uns überschlagen. Ja. Okay, besser. Hier liegen immer tote Hirsche rum. Wir kriegen scheinbar wieder Besuch, da oben müssen. Ich weiß, das dürfte der Vorratslieferung sein. Alles weg. Ne, ist ein Tanklaster. Der steht. Kaputt. Na, dann schauen die Hörer, wenn wir nichts bekommen. Ah. Ich kriege gerade Trophäen ohne Ende. Hilfe. Gott sei Dank bin ich auf die Seite gekommen. Weiter. Da waren die Bremsen zu schlecht. Na, warte mal. Ich hab die jetzt erledigt. Oh. Nadines Schrottplatz. Jetzt wieder genug Komponenten für neue Waffen. 1, 2. Stark. Ich glaube, die kommt wieder. Ne, kommt sie nicht. Also komm, ich bin bereit. Oben auf dem Dach. War mal. Weil ich die scheiß Schlange erschossen hab. Okay, dann öffnen wir die Mission. Hier oben ist noch eine. Warte mal, hier ist noch eine Dingskiste. Ah, hat sie noch nicht? Ne, 3 Stück habe ich jetzt gefunden. Ja, ich auch. Ich bin jetzt noch am Looten, Moment. Na, jetzt. So. Die Frage ist, ob die alle drin sind oder ob die alle draußen sind, die einzigsten, aber... kann sein, dass sie im Bunker sind. Ich vermute auch, dass 3 Stück noch im Bunker sind. Ja. Aber wie kommen wir da rein? Ich muss jetzt mal starten, die Mission. Das ist der Eingang hier. Was? Hier ist der Eingang. Ja, oder die Tür ist zu. Ne, die Tür ist offen. Ja, geh mal runter da. Warte mal, war doch hier was zum Lesen noch. Hier.
So, die ganzen Zahnräder, das richtig sagt, dass hier überall rumfliegt. Das vermutet, dass hier irgendjemand irgendeine Maschine bauen wollte. Das das auch ist, wird sicherlich riesig sein. Sieh dir gegen an und sag Bescheid, wenn du sie findest. Vielleicht ist etwas, was wir gebrauchen können. Okay, wir sollen also eine Maschine finden. Das ist wieder ein Rätsel. Von innen abgeschlossen. Hier. Was hast du gefunden? Hier ist ein Loch. Gute Sache. Warte mal, ich muss mich gerade ein bisschen. Da. Ah ja. Sorry. Oh. Du bist so laut, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich glaube, warte mal. War, glaube ich, nicht so wirklich richtig, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da kann sein, dass wir noch einen weiteren Eingang haben. Hier. Also ich bin jetzt auf der Rückseite von dem Ding, also von der Tür. Schon auch hier. Aber wir müssen hier irgendwas machen, hier ist ein Schalter, ich zieh mal da dran. Zweifel ja. Ach da, wir müssen Ziel schießen, Tatsache. Warte mit dem Bogen. Zack! Wo drauf? Achso, das Ding da oben. Hier ist ein Ziel. Warte, das ist noch eins? Da. Zack, mit dem Bogen. Wo ist der nächste? Zack. Nee, darf nicht. Ja, okay. Der gehört hier. Da noch einer? Wo? Oh. Siehst du den? Nein. Nee, die Tür geht auf. Ah, war auch noch ein Stück. Ah, andere Seite, hier. Ja. Oh, leck mich doch mal, scheiß auf Bogen. Nice one. Ich treff den Wichser nicht. Na gut, man kann's ein bisschen faken. Hier hat jemand ganz gewaltig Langeweile, Mann. Mhm, wir kommen durch. Erstmal. Das ganze Zeug noch mitnehmen. Burnt Bridge, korrekt. So. Fuck, weil Dings. Hat sich jedenfalls gelohnt. Ich weiß aber nicht, ob alle haben. Habe ich alle mitgenommen? Stimmt. Wo sollen die dann sein? Ich habe jetzt oben drei mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es oben drei oder zwei waren. Ey, da ist ein Heli. Schieß den direkt mal ab. Hier ist ein LKW.
du bist auf der anderen Seite wieder raus. Vorne raus. Ist das Ding Assi. Guck mal hier, wie der doch zielt. der lädt doch richtig auf. Ja, ich bin... So, ich sollte mal nicht jetzt alle zwei ballern. Aber ich bin ja ein Fan des guten alten Bogens. Wir haben jetzt die ganzen Links noch, auf jeden Fall. Die ganze, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schatzsuchen. Rein theoretisch wäre doch hier, hohe Kunst. Boah, ich hab's getroffen. Kunst, kurz, Kutschak, wenn ich rumstehe. Ja, ich hab's ja aus dem Sprung rausgetroffen und aus der Hüfte geschossen. Warte mal, ich muss mal in der Werkbank, ich brauche ja, muss mal gucken, ob das reicht mit den Waffen. Kann sein, dass ich alle Waffen, wenn ich alle Waffen habe, Waffen aufbauen kann jetzt. Zum Beispiel. Wo ist er? Da ist er. Doch, ich kann den Bogen verbessern. So, ich will ja mich weiter noch einen Zirkelblattwerfer haben mit der Stufe, mit der hohen Stufe 4. Welchen nehme ich denn? Dann hab Geduld mit mir oder den anderen? Welchen würdest du empfehlen? Was denn? Zirkelblattwerfer. Achso, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe keinen. Ich benutze den Zirkelblattwerfer nicht. Was ist das nämlich? Nimm mal den. Zack. So, du hast gesagt, den Bogen vielleicht noch? Ja, den Kampfbogen. Ah, ich kann ihn nicht kaufen. Ich kann ihn nicht kaufen. Das ist bitter, Mann. Das ist echt bitter. Na, jetzt ist, also ich hab jetzt einen. Obwohl, ich baue den in den Bogen leise. Dann habe ich alles auf Elite da oben. Ich habe einfach den anderen Bogen genommen. Also der Blood Dragon, den kann ich noch nicht nehmen. Aber ich habe den anderen jetzt geholt dafür. Der Compound-Bogen, der ist eh besser. Der ist von den Statistiken her besser. Der erste von den beiden. Wo bist du? Da, ja. Den hier. Guckst du? Ich glaube, den hast du auch, ja, ne? Warte, ich bin selber drin. Ja, genau, den habe ich auch. Den Compound-Bogen ist das, ne? So heißt der, glaube ich. Ja, dann habe ich jetzt alles auf. Dann habe ich jetzt alles auf Elite da oben, außer die MG, die kleine. Guck mal, ob ich noch eine kleine. Ich glaube, das noch lohnt sich, kleine Waffe zu kaufen. Eine kleine Waffe zu kaufen, Mini-MG. Als. Ja, klar, warum denn nicht? Oh, fuck it. Für die Materialien jetzt rausgeklappt, ey. Hammer. Ich habe meine Waffen gut was verbessert gerade. Ja, ich kann auch nicht. Die. Ja, egal. Sei's drum. Ich habe nicht genug von den Dingern da. Naja, wie immer sei. Egal. Egal. Mir fehlen Kisten, mir fehlen gelbe Kisten. Was, sind wir in Prosperity? Nein. Nee, schade. Du hast uns in Prosperity zusammengebracht. Ah, verdammt. Danke. Wir können aber mal zu Prosperity reisen. Sollen wir mal eine Expedition machen? Ja, klar, warum nicht? Können wir machen. Okay, auf geht's. Mal, dann gehen wir mal zu Prosperity rüber.
Ja, wunderbar, das sieht doch gut aus. Und vor allen Dingen, du musst dich ja im Prosperity abends mal umgucken. Du findest hier auch immer gerne mal Klebeband und Kisten und sowas. Das ist mir tatsächlich schon aufgefallen, ja. Ja, ja. Hier liegt zum Beispiel Tape. Zum Beispiel. Ja, auch. Hier liegen ein paar Zahnräder rum. Bevor wir die starten, muss ich noch mal kurz einkaufen gehen. Alles gut. Sorry, das tut mir leid, aber allein schon wegen Munition, eine Sekunde. Ich bin auch gerade ein bisschen am Sammeln. Ich brauche noch ein paar Teile. Ich hoffe, ich kriege das zusammen. Na, noch vor der Expedition. Was wir zusammen aufgebaut haben. Tolles Gefühl. Die liegen aber auch überall einfach versteckt in irgendwelchen Ecken, ne? Ich bin jetzt gerade am Durchsuchen. Kupfer. Kupfer immer gut für neue Munition. Schaden, sehr gut. Hm? Ich hatte gerade die Situation, dass meine MP, Faustwaffen-MP, mehr Schaden gemacht hat wie meine Bullpup, also mein Sturmgewehr. War ganz lustig. Ich will noch ein paar Sachen verkaufen und ich muss noch Munition und so einen Scheiß kaufen. Gut. Jawohl. Eine Sekunde. Ich bin sofort soweit. Ich bin wirklich sofort soweit. No, okay, tschüss. Und verbessern. Jawohl. Wo wir hin können. Kann ich den Bogen nicht nochmal verbessern? Doch, Tatsache, ich kann den Bogen nochmal verbessern. Nice. Sehr gut. Boah, mein Bogen macht jetzt einfach 1740 Schaden. Ja, sehr gut. Hammer, ne? Mhm. Okay, ich würde sagen, ich bin soweit. Okay, dann start mal. Weißt du, so wie du austeilst, ist mir etwas aufgefallen. Du weißt, dass man sagt, wenn Leute sterben, scheißen sie in die Hose? Bei den Highwaymen ist es andersrum. Sie sehen dich, sie scheißen sich in die Hose und dann sterben sie. Das ist Poesie. Oh, so geht es wieder lustig heute. Ja. Mehr Schönheit in der Welt. Ich meine, also, hör mir zu. Ich habe nur drei Wörter für dich. Alcatraz. Highwaymen nehmen da alles mit, was sie finden können. Eine ganz große Aktion. Nun, das heißt, dass die Operation Scheiß doch drauf begonnen hat.
Wenn Hollywood uns irgendwas gezeigt hat, dann, dass man immer irgendwie rein oder rauskommt aus diesem Drecksloch, richtig? Jawohl. Gut, dann gehen wir auf das Logbuch. Übrigens, was mir gerade einfällt, wo ich deinen Charakter so sehe, du kannst mal unter der Option, der vierten Option im Menü, also in diesem, auch wo die Karte auch ist, kannst du deinen Charakter anpassen, da kannst du, du hast bestimmt schon was an Kleidung freigespielt, da kannst du die Kleidung auch mal ändern und so, mal, vielleicht mal was zeigen im Let's Play, ist ganz interessant. Machen wir nachher mal oder so, später. Ich weiß, für jetzt heute gespeichert. Jetzt klingt es gerade sehr interessant, Alcatraz. Ja, ist auch eine schöne Expedition. Ich spiele sie sehr, sehr gerne. Ist das dahinter die Golden Gate Bridge oder war sie mal? Ja, ne? Ja, würde ich behaupten, oder? Bei Alcatraz ist doch Los Angeles, oder? Das ist San Francisco, wenn Golden Gate Bridge. Meine ich doch, weißt du. Jetzt. Geografie gleich null bei beiden. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich vermute, dass es die ist. Das ist halt die berühmte Brücke in den USA. Bist du eigentlich? Das Paket ist fast vor unserer Nase, kann das sein? Nee. Quatsch, das ist in der Alcatraz drin. Hätte mich auch gewundert. Ich komme jetzt sofort. Ja. Da oben ist ein Leuchtturm, lass uns den mal als Treffpunkt wählen. Sozusagen. Als Aussichtspunkt, weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, ich höre, da kommt ein Ironman auf dem Quad. Motorrad meine ich. War vorbei. Okay. Boah, du bist so unendlich laut, ey. Hey, ja. Du hättest dir die Bullpup herstellen sollen, die hat einen Schalldämpfer. Die benutze ich auch. Ja, dann muss ich mal demnächst machen, wenn ich wieder ein bisschen Komponenten habe. Ich hoffe, da oben erwartet das nichts. Ah, ich hab die Vermutung schon. Nee, also hier oben nicht so. Hier ist eine Seite, aber lass uns erstmal abchecken, was abgeht. Krass. Aber voll Glück. Also ich hatte eigentlich den Plan, uns mit dem Wingsuit hier rüber zu fliegen. Aber die Seilrutsche spielt, aber ich sehe, hier oben drauf ist nichts. Die sind alle eben drin. Match mit dir. Ich benutze die Seilrutsche jetzt mal mit dem Bogen in der Hand. Da unten ist hier schon ein, verdammt. Warte, ich bin noch in Deckung. Unter uns ist einer. Da ist auch einer. Zack, zack. Tot. Oh, oh, der hat mich fast gesehen. Ich komme mal zu dir. Die Sonne blendet voll. Also im Spiel. Und auf der Seite kommt hoch zu dir, rechts von dir. Okay, die sind auf jeden Fall auf Sack jetzt. Also ich habe gerade noch einen mitgenommen. Sehr gut. Immer mit der Ruhe. Da hinten läuft einer. Schaben. Er hätte mich fast gesehen. Ich höre aber noch welche.
Wieder einer weg. Nice. Ja, hab ich gesehen. Sehr geil. Ich hab auf der überliegenden Seite, gegenüberliegenden Seite irritiert gerade ein bisschen. Oder hat gerade ein bisschen irritiert. Ich geh rein. Ah, du bist schon drin. Wow. Dem wäre ich direkt vor die Nase gesprungen, Mann. Ich hatte ihn zuerst gesehen und bin dann halt drauf. Ich muss ihn nochmal bis vorher. Der Bogen ist gar nicht mal so schlecht, der ist gut. Der ist gut der und ist präzise. Ne? Vor allem das Visier da drauf ist geil. Das weil Bogen. Du einfach die Meter, die nee, Meter das Paket ist da unten. Das ist nicht hier oben. Das Paket müsste unten sein. Ganz unten. Das piept immer so. Ich hör's ja. Hier ist auch irgendwo noch ein Highwayman. Den Deckung. Hier, wo ist der denn? Hier. Da oben. Zack, Junge! Du warst schneller, okay, du warst schneller. Ich wundere mich gerade, dass in dem Moment hat er sich dachte, der hat sich im Moment gedeckt. Da, ich hab Paket gefunden. Ich gönn's mir, ne? Ja. Okay, jetzt schnell wie möglich hoch. Sehr gut. Jetzt müssen wir dich hier rausbringen. Straight nach oben. Geh zum Anleger. Ich komme auch dorthin. Ja, zum Anleger. Okay, lauf einfach Richtung Rand von Alcatraz in Richtung des gelben Punktes und spring mit dem Wingsuit ab. Wingsuit ist L3 drücken in der Luft. Ich bin in der Luft. Ich bin im Gebiet. Fast perfekte Landung, habe ich gehört. Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter angreifen, koste was es wolle. Ich bin schon bei dir. Sehr gut. Also mehr oder weniger bei dir. Jetzt bin ich bei dir. Jetzt wird sie kleiner. Haben wir dich erwischt oder was? Was? Nee, alles gut. Die Boote am Wechseln gerade. Ich sehe nur gerade Gegner. Ich sehe, dass mich Gegner sehen, aber mir. Angeblich sehe ich die ganze Gegner, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie gerade da hinten, kommen sie. Ja. Da kommt Roger mit dem Heli. Achtung, ich komme jetzt! Schätze, wir sollten schleunig von hier verschwinden! Ich komme jetzt. Thank you.
Willst du? Naja, ich bin neben dir. Also ich hab dir freie Platz gemacht. Einfach reinsetzen und dann hab Flug. Ach ja. Wunderbar. Ich hab groß entdeckt sind wir ja auch nicht, wo, doch am Ende halt, klar. Aber ja, am Anfang haben wir uns. Am Anfang haben wir uns relativ gut durchgearbeitet. Ja, wir haben Alcatraz auseinandergenommen, Mann. Ach ja, war gut. Ja, Mann, echt schön. Der Bogen ist nice, ne? Ja, vor allem macht der auch 1200 Schaden bei ihm, bei mir. Ja, ja. Ja, wenn du den hochlevelst, der macht er natürlich. Ich hab den jetzt auf Stufe 7 oder 8 oder sowas. Da macht er Unmensch Schaden. Ja. So. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt kann ich mal kurz gucken, was. Ich muss mal meine Handfeuerwaffe ein bisschen aufbauen. Die habe ich auf Level 25, genau wie mein Bullpup-Gewehr. Welche hast du genommen? Welche Handfeuerwaffe? 1800 Schaden für den Bogen, Level 10. Nee, welche Handfeuerwaffe? Handfeuerwaffe benutze ich die A99 Weihnachtsband. Eine MP ist das. Alternativ. Hab's ja schon. P08. So. Wunderbar. Die wollte ich haben. Das wollte ich wissen. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir nämlich alles auf. Ich kann es alles auf Elite. Da fehlt mir nämlich noch tatsächlich der. So, was nehmen wir denn als Schaufel? Als Nahkampfwaffe. Als Nahkampfwaffe empfehle ich dir einfach aus Stilmitteln die Realität. Die ist einfach geil. Oder, ja, oder du kannst auch den Punk nehmen, wenn du einen Baseballschläger cooler findest. Aber ich laufe halt mit der Realität rum. Ich hätte mir jetzt nicht gewundert, wenn ich eine Dings bekommen hätte, eine Trophäe, weil ich habe jetzt alles auf Elite. Achso, nice. GZ. Insel Alcatraz, Stufe 2 freigeschaltet. Okay. Gut, dann machen wir trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen was Nebenzeugs machen oder ob es tatsächlich schon mittlerweile an der Zeit ist, mal New Eden zu erobern. Oder wie auch immer. Ne? Bis dann und tschüss. Bis dann, ciao.